Letzte Woche war ich der Meinung, ich schaffe es, dass ich endlich einen Kandidaten fertig habe. Aber es hat sich leider nicht so ergeben. Aber ich gehe davon aus, dass es diese Woche klappt. Schau mal nach dem Intro. Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Star Wars Galaxy, das ist ein Projekt von Null auf Galaktische Legende, Tag 1096. Jetzt hatte ich fast den falschen Tag genannt. So, jetzt muss ich nur schnell was. Zack, jetzt passiert's, jetzt läuft alles. Jetzt hatte ich fast den falschen Tag genannt. Ja, wir haben hier noch eine gratis. Es sind ja neue Datacons da, weil andere gerade in ein paar Tagen auslaufen, sprich morgen. Deswegen haben wir neue Datacons, die ich in diesem Account so oder so nicht farmen werde. So, aber irgendwas gefällt mir gerade mit meiner Kamera nicht. So. Die ist jetzt sogar ein bisschen zu. So, jetzt. Ich glaube, so ist besser. Die Kamera war mal einfach zu klein. Dann tun wir jetzt mal die ganzen Belohnungen, die alle jetzt halt noch. Ich habe in Bronzium 1 aufgestiegen. Das heißt, sprich, ich bin jetzt halt in Chrom 4. Merkt mal hier, ich bin jetzt halt da. Muss ich meine Flotte und meine ganzen Divisionen und alles, was da Zeug ist, Glump und Zeug für die Grand Arena, muss ich vergrößern. Und das heißt, es wird ein bisschen was an der Verteidigung geschraubt werden. Hier starten wir den normalen. Sekunde. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe. Bis jetzt habe ich meistens nicht viel geschafft, aber vielleicht mal den einen oder anderen Kampf sollte ich einigermaßen hinkriegen. So. Ja, bevor ich anfange, damit wir loslegen können, muss ich leider sagen, ich habe jetzt 2 Tage, habe ich es fast nicht geschafft, irgendwelche Aktivitäten zu machen, weil ich von der Arbeit ja so eingespannt gewesen bin, dass ich null Zeit gehabt habe, untertags was zu machen. Und deswegen könnte es etwas schwierig werden. Aber ich habe ja eine Sache auf jeden Fall euch zugesichert, dass ich einen auf jeden Fall fertig kriege. Und das ist definitiv der gute Wattambor. Der hat nur noch eine Reliktstufe gebraucht und somit haben wir einen Kandidaten fertig, aber vielleicht mit etwas Glück schaffe ich sogar noch einen zweiten. Dazu muss ich mal hier. Ich brauche. Come on. So. 50 haben wir jetzt von denen. 10 haben wir. 5 haben wir. 10 Stück. Um zwei hakt's. Weil ich, also wie gesagt, Wattambor, Reliktstufe 7 ist safe, das heißt, der nächste Kandidat ist fertig. Schauen wir mal auf die Werte bei ihm. 290, 104. Ja. Da würden noch 2 dazugehen. Schauen wir mal, ob er irgendwas jetzt noch. Da ist nichts. Jetzt schauen wir mal, ob hier was geht.
Alles immer nur Tempo 11. Alles nur Tempo 11. Das braucht alles nicht. So. Eine Stufe hat wenigstens geklappt. Zähigkeit. Ah, bei der Mod brauche ich schon 40. Also lassen wir die jetzt so, wie sie ist. Wir haben jetzt hier. Die ist perfekt. Also besser wird sie nicht. Der Tempo 15. So, die können wir mal versuchen zu kalibrieren. Tempo 4 dazu. So. Jetzt können wir schauen, was rausgekommen ist. Jetzt ist er 12 Tempo mehrer. Ja, also damit kann ich jetzt schon fast leben, wenn die zwei Mods jetzt auch noch ausgebessert sind. Okay, die kann ich steigern. Sekunde, das ist kein Problem. So. Nur die, ich will die nicht mit Tempo 11 hochbringen. Das ist eigentlich, obwohl an sich hat die gute Werte. Die hat Gesundheit. Mama. Und schauen wir mal, ob ich kritische Trefferchance gegen Tempo tauschen kann. Nein, wieder kritische Trefferchance gegen kritische Trefferchance. Das ist für Watamba so sinnlos, weil der greift ja nicht an. Aber so kann man das schon lassen. Das heißt, ich muss nur noch ein bisschen was am Slicing arbeiten, dass ich hier den noch ein bisschen höher kriege mit dem Tempo. 305 ist jetzt okay. 310 bis 315 wäre wirklich gut für ihn. Aber so ist er eigentlich, passt es eigentlich auch. So. Das heißt, wir können ihn jetzt dort aus dem Favoritenstatus entfernen. Und somit haben wir einen Kandidaten und der ist so gut wie fertig. So. Dann können wir das hier machen. Nämlich Mace Windu. Habe ich geschafft, dass ich ihn auf Relikte endlich auch hochziehen kann. Es hat wieso lange genug gedauert? Ach, mir fehlen wieder die Scheißteile. Oh, die nerven sowas von. So. Und damit habe ich ja schon gerechnet. Ich hatte gehofft, ich kriege das damit. Komm, tu halt mal 100 Kristalle mehr rausgeben als geplant, weil dann haben wir nämlich statt letzte Woche zu einen. Haben auch diese Woche, und wo dann meine nichts rausgekommen ist, haben wir jetzt es geschafft, zwei Kandidaten fertig zu machen. So, ich lasse ihn vom Modding so stehen, weil ich ihn ja sowieso eigentlich so gut wie nicht brauche momentan. Deswegen seht, das kriegt er auch zurzeit nicht. Deswegen Favoritenstatus weg. Ich will bei Modding bei ihm nichts machen. Der ist da in der Richtung komplett uninteressant für mich. Weil, wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt so, wartet. Wenn ich dann an das hier rangehe, könnte
nämlich jetzt an dieser Stelle schon den Kampf 4 abschließen. Bei dem Kampf 4, da wird es noch einiges fehlen, weil da will ich erst hier noch ein bisschen voranschreiten, aber diesen Kampf könnte ich schon abschließen, deswegen brauche ich Mace Windu nämlich nicht, weil ich habe dieses Schiff ja schon auf 7 Sterne und wenn ich dann den guten General Skywalker, General Kenobi auf Gearstufe Relikte 8 hochgezogen habe, was sowieso notwendig ist für Jedi Master Kenobi, ist er schon genau richtig und ihn muss ich ja sowieso auch noch hochziehen. Die einzige, die ich dann nebenbei noch mit hochziehen, sind diese beiden. Und bei ihm hier schaut es sowieso aus, ich muss ja sowieso ihn hier mit hochziehen und bei den anderen bin ich ja sowieso nebenbei ein bisschen mit dran. Die sind sowieso alle fertig, die müssen dann nur noch hochgezogen werden. Dann kann ich nämlich General Skywalker nämlich auch bald freischalten. So. Also, jetzt arbeiten wir natürlich, ich habe natürlich gesagt, wir sind dabei, dass wir 700, wie viel waren es, glaube 700 insgesamt, die ich noch benötige, an Kylotex. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es ist auf jeden Fall eine große Masse an Kylotex, die ich noch benötige, damit ich gut voranschreiten kann. Bei denen habe ich 145, von denen brauche ich ja nicht gar so viele. Und Moment, wo haben wir sie? Hier nicht. Die hat ja auch Kyrotex. Und hier bin ich bei 94. Also ich war ja am Anfang der Woche bei 0. Und jetzt bin ich wieder bei 94. Jetzt bin ich bei 98. Hier kann ich auch die 5 nehmen. So, jetzt habe ich wieder meine 100, die ich in der Woche auf jeden Fall erreichen will, geschafft. So, jetzt könnte ich könnte sie jetzt dann auf eine höhere Gearstufe bringen. Aber das ist jetzt nicht meine Priorität. Bo-Katan Kreis schaut relativ gut aus. Es fehlen jetzt nur noch die Teile hier. Aber die kann ich nicht anders erwerben. So. Schauen wir mal, was noch fehlt. Okay. Da haben wir... Dann brauchen wir noch die Teile. Da haben wir genug. Gehen wir mal weiter. Es ist nämlich gar nicht mal so verkehrt, wenn man diese Teile hier dann auch schon mal fertig macht. Und nicht nur darauf wartet, sondern dass man die Teile dann auch fertig macht. Habe ich selber nie so im Hintergrund behalten, aber ist gar nicht mehr so verkehrt, weil dann hat man da schon mal 30 und 40 weniger, die man benötigt. So, jetzt haben wir das hier. Bei ihr ist es relativ easy, weil sie braucht ja keine Kyrotex, bis sie auf Gearstufe 12 ist. Nämlich jetzt. Weil jetzt braucht sie die ersten Kyrotex. Und da ich sie sowieso auch da brauche für General Skywalker und mich das jetzt halt nicht so viel kostet, das ist jetzt nun wirklich nicht etwas, was mich besonders viel kostet, weil das Einzige, was ich jetzt halt dafür benötigt habe, sind diese Teile hier und die brauche ich so oder so. Ja, jetzt bei den Kyrotex, bei den Gearstufe 12 Plus Teile nicht gar so häufig. Deswegen war es jetzt nicht so dramatisch. So. Also. Welcher wird jetzt der nächste Kandidat sein, den ich auf Relikte hochziehe? Das ist jetzt die nächste Frage. Also. Ich glaube, wir machen... Alter, da haben wir noch einen, den ich Gearstufe 12 Plus mache. Oh, bei ihm. Ich habe die Fähigkeiten ja noch nicht ausgebaut.
So, genau. Ich bin jetzt noch im Überlegen, jetzt schon mal. Schauen wir mal. Wir haben jetzt sowieso schon alle auf Gearstufe 12. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt halt 5. Konzentriere mich sowieso jetzt für die nächste Woche drauf an, dass ich eine der, die ich schon auf Relikte habe, dass ich die dann auch weiter dann hochziehen kann. Wir haben jetzt zwei Reliktstufe 8 noch. 1, 2, 3 auf 7, 2, 8, 3, 7, der Rest 3 und 5. Stimmt, Cody ist ja auch auf 5. Ja, die einzige kleine, die ich noch habe, ist Ayala. Alle anderen sind 5, 7 und 8. Okay. Dann haben wir das jetzt schon. Dann überlege ich, dann werde ich nämlich meine nächste Kandidatin, auf die ich mich konzentrieren werde. Machen wir Bo-Katan Kreis. Ja, die schon relativ weit ist. Da freuen natürlich jetzt diese Teile hier. Aber die sind jetzt nun wirklich nicht besonders dramatisch. Die haben wir jetzt schon. Ja, Bo-Katan Kreis ist jetzt nicht mehr so dramatisch. Wir brauchen hier von denen 35 und denen 38. Karatex habe ich genug. Und hier die 11. Ja, habe ich mich gerade vertan. Dann probieren wir doch die. Nee, es hapert bei 2, macht aber nichts. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, das sollte ich sogar bis nächste Woche hinkriegen. Innerhalb von einer Woche. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal Kairotex und den Rest tun wir jetzt mit Kairotex uns beschäftigen. Wir brauchen sowieso hier, da für ihn, also 300 auf jeden Fall nochmal. 400, Entschuldigung, 400. Raum auf jeden Fall noch von denen. Das heißt, wir werden jetzt hier weiterarbeiten an den Kairotex, dass ich jetzt hier vielleicht so machen wir gleich alle. Come on. So, jetzt sind wir bei 112, das heißt 9 Stück kamen mit dazu. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Und wie gesagt, nächste Woche werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich Bo-Katan Kreis auf Relikte hochziehen kann. Die ich ja dann auch sowieso auch brauche für den Raid. Und hier General Grievous, der muss natürlich auch noch mit dazu. Und da werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich den. Und dann haben wir noch diese drei. Die müssen alle noch auf 7, 8 und 8. Das schaut, das ist General Kenobi. Vielleicht als nächstes, dass das der nächste Kandidat ist, den ich auf Relikte hochziehe. Auf Relikte 8 hochziehe. Dass ich das mein erster sein wird, den ich dann so gut wie fertig habe. Wir haben jetzt 161.
herstellen. So, die können wir hier können wir was kaufen, da können wir was kaufen. Gut. So, dann haben wir schon mal wieder 20. Dann gehen wir auf 50 hoch. Gut. So, damit haben wir den nächsten. So, hier brauchen wir, da können wir die 55 hier, die brauchen wir auch. Die können wir hergeben. So, dann haben wir 40 von denen. Ja, und die beißen sich ja komplett mit denen, die Zinnbittels. Aber und von den Impulsdetektoren, obwohl, da brauche ich ja 40. 29, 34, 37, 38, 38. Gut. So, die haben wir jetzt schon vorbereitet. Diese brauche ich ja dann für Gierstufe. Das heißt, die brauche ich dann nicht mehr. Ich brauche nur noch das hier, damit ich noch Zinnbittels bekomme. Aber die kann ich ja auch anders besorgen, weil wir haben ja hier den Store und ich habe ja Luftlinsen 40. Das heißt, wir können Zinnbittels auch so erwerben. Das ist zwar jetzt halt nicht ganz so effektiv und das gehört auch nicht zu den billigsten Sachen, weil ich besser Luftlinsen von diesen Sachen kaufen, aber besser ist, dass ich dann mich hier auf die konzentriere, weil die Zinnbittels sind halt doch etwas teurer und das gleiche kann ich auch mit dem Elektrum. Das heißt, Impulsdetektoren brauche ich nicht mehr kaufen und die Luftlinsen auch nicht mehr, weil die habe ich genug für die beiden Kandidaten. Dann kann ich mich auf die zwei Sachen da konzentrieren. So, und jetzt können wir noch Mods wieder farmen. Da nehmen wir jetzt mal wieder ein paar Angriffsmods wieder, die ich dann automatisch mitnehme. So, und damit, Leute, schaut eigentlich wieder relativ gut aus. Ich habe jetzt halt zwei Kandidaten heute geschafft. Mehrer als was ich letzte Woche geschafft habe. Okay, wenn ich letzte Woche einen, dann wäre es natürlich etwas ausgeglichen, jede Woche einen. Aber das wage ich zu bezweifeln, dass das mir jedes Mal gelingt. Vor allem, weil ich brauche ja so viele Sachen auf Reliktstufe jetzt dann. Und deswegen könnte es dann auf lange Sicht gesehen doch etwas teurer werden. So, hier brauche ich dann nichts machen erstmal. Da nehmen wir das hier. Die muss ich natürlich hier erwerben. Da nehmen wir mal ein bisschen Geld, weil wir haben hier genug von diesen Teilen da, von diesen Tokens.
So, hier haben wir auch genug. Mods. Da haben wir eine Effektivitätsmod. Mit Shift Credits, da habe ich 83 Millionen. Das ist in Ordnung. Millionen, ich habe 26, damit kann ich auch leben. Okay, das passt. Flottenarena, da können wir hier, dann nehmen wir auf jeden Fall die zwei Sachen mit. Ich habe 153.000, also mehr als genug. So, Gilden-Events, da bin ich ja sowieso fertig. Hier habe ich meine Sachen schon gekauft. Und noch das hier. So, dann schaut es eigentlich relativ gut aus. Wir sind gut vorangekommen. Also ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind mit zwei Kandidaten vorangeschritten. Jetzt sind es nämlich nur noch 11. Und bei den anderen schaut es eigentlich auch jetzt relativ gut aus. Bogota Kreiskop ist die nächste Kandidatin, die ich dann auf Relikte hochziehe. Und dann wird mein erster ganz großer General Kenobi auf Relikte 8. Ob ich das bis nächste Woche schaffe, dass ich Reliktstufe 8 vorbereiten kann, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wenigstens Bogota Kreis auf Relikte 5 kommt. Und dann kann ich dann entscheiden, wie das Ganze, wer dann als nächstes auf Relikte hochgezogen wird. Das werde ich dann nächste Woche dann sehen. Also Leute, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke. Und wünsche allen schönen Tag, macht's gut, dass ihr es möglich macht mit euch sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video.